So, herzlich willkommen zurück zum nächsten Let's Play von Nioh 2. Und es geht in die nächste Hauptmission, Sonnenuntergang bei Tenno-Zaan. Ich lese euch das mal kurz vor. Die Hideyoshi-Armee ist samt Yokai plötzlich in der Nähe der Hauptstadt erschienen. Anscheinend hat Tokichiro eine große Armee zusammengerufen und Akeshis Truppen haben nach dem Gefecht im Westen auch eilig den Rückzug angetreten. Falls den Gerüchten über diese Wende zu glauben ist, dann steht wohl eine heftige Schlacht bevor. Nun ja, wenn wir Fürst Nobunaga rächen wollen, bietet uns dieses Chaos die perfekte Gelegenheit dafür. Stürzen wir uns hinein und zwar schnell. Und Ryomen Sukunas Axt und Schwert bekommen wir in dieser Mission. Den Boss, den kennen wir ja schon aus dem, aus der Demo. Mal schauen, ob der ein anderes Moveset hat. Ich vermute, dass wir gegen den dann kämpfen werden. Das Gebiet kenne ich auch. Das ist auch aus der Demo. いかにあやかしとはいえ、よほどの霊石を用いぬ限り、このような勢いは。トシミツ、信長様より奪った霊石、厳重に保管してやろうな。答えよ、トシミツ。霊石をどこへやった。Oh ja, das Level kennen wir. Und ich brauche dringend echt wieder Elixiere. Brauchen wieder den Heilersegen. Das ist neu, das war in der Demo nicht. Also haben die das Level ein bisschen verändert. Shotcut. Hier stand ein Soldat. Der mit dem Speer, der stand weiter links. Super. Das war knapp, Leute. Ach so, ja, das ist mein Gift, mein Schwert macht jetzt Giftschaden. Nein, ich dachte, ein Schlag reicht. Mann. Wird mich dezent gerade stören. Laufe ich auch noch in die falsche Richtung.
Der ist weg. Da irgendwo war doch einer, der uns dann in den Rücken gefallen ist. Jetzt. Ah, der ist runtergesprungen. Und tschüss. Schön, dass sie das Level hier auch jetzt mit hinzugefügt haben. Hier konnte ich auch nicht drüber laufen. Das ist neu. Ein paar Sachen haben sie verändert, aber im Grunde ist es dasselbe Level. Ich denke, das könnte mir durchaus helfen. Hier unten nicht so ein Blabbervieh. Ich denke, die zwei Schuss langen. Den Rest machen wir so weg. Weg mit dir. Ich überleg grad, was das nochmal damals für einer war. Nee, das war nicht so eine. Denk nicht, dass man die vergiften kann. Die vergiftet eher uns und zwar sofort. Stück.
geschafft. Immer wieder nervig, diese blöden Vipern. Und hier war ein Schrein und hier ist jetzt kein Schrein. Super. Naja, zumindest haben wir den ersten Kodama. Und hier war damals eine Viper. Ah ja, da müssen wir von oben. Ich glaube, der hat mich entdeckt. Nein. Ich glaube, das wird der Shortcut. Ja. Gefährlicher Kerl. Wollen wir da hingehen, holen wir uns erstmal den Kodama. So, jetzt können wir hochgehen und schauen, was da auf uns wartet. Eigentlich sollten wir den unten erst platt machen, aber naja. Alter, ist das ein schlimmer. Okay, ich glaube, das war's. Was für ein fieser Kerl da oben. Ja, wenn der schon mal nicht da ist, können wir uns ja schon mal das Loot holen. Haha. Hier ist es echt besser zu kämpfen. Den Dicken können wir eigentlich lassen.
Da musste man den Kristall kaputt haben, das war auch ein übles. Wenn man genug Damage macht, geht's, ne? Aber ohne Damage war das schon echt übel. Jetzt echt. Das war knapp. Stirb endlich. Was war denn das? Echt jetzt? Ich hasse sie. Wo kam die auf einmal her? Ja, da renne ich schnell durch. Anna. Ne? Ah, da ist die Viper. Da ist sogar ein Kodama. Ah, wäre auch weg. Okay, das wird nichts. Das ist auch noch zu zweit. Ist Kerle. Thank you.
du Mistkerl. Ich töte dich. Ja. Kamera, das war aber schwere Geburt. Das wäre leichter gewesen. Das wäre echt leichter gewesen, Leute. Sind aber mit der Folge noch nicht fertig. Hier müsste eigentlich ein Schrein sein. Genau. Den aktivieren wir. Schaut uns aber nochmal da um in dem Gebiet. Die war in der Demo schon da. Okay. Tschüss. Oben ist auch noch eine Viper. Mit der machen wir auch noch schnell kurz einen Prozess. Oder sie mit uns, aber wahrscheinlich eher wir mit ihr. Ah, nice. Und was gibst du mir Schönes dafür? Was war denn das? Kamui. Feuertränkung. Nicht schlecht. 645 ist auch okay.
Und tschüss. Das ist hier auch, glaube ich, neu. Nur wieder ein bisschen Loot. Bisschen aufwendig. Ich denke mal, um ein bisschen Fortschritt auch in der Folge vorweisen zu können, werden wir noch den nächsten Shortcut freischalten, ne? Das nicht zu lange dauert. Genau, da ist ein Shortcut. Das war in der Demo auch ziemlich hart. Sag ich ganz ehrlich, war nicht leicht. Und wir brauchen schon wieder Heilung. Haha, der Demo war hier einer gehockt. Was ist das? Ach, das ist der Pfeil. Hier sind überall Soldaten, da waren in der Demo alles voll gepickt mit Yokai. Den schaffen wir auch so. Warum soll ich mich mit denen allen hier anlegen? Wenn ich das doch so machen kann. Wo kommt denn du her? Bin ich denn hier? Hilfe! Alter, auf einmal waren es 3 Stück. Sind es noch 2? Und einer. Wo bist du? Und tschüss. So viele wie möglich reduzieren, Leute. Tschüss mit dir, der da oben hat mich gesehen, ne? Links. Da, du kriegst auch einen Pfeil.
ja ganz gut vorbei. Bis jetzt. Also das mit den Yokai hier war um einiges schlimmer. Als hier alles mit Yokai voll gewesen ist. Wie komme ich da hoch? Klar, das war's mit Pfeile. Nein, 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 shit! Wow! Huhu. Und Shotcut ist frei. Schauen aber, dass wir oben noch den Kodama kriegen in der Folge. Das wäre schon toll, wenn wir das schaffen könnten. Ich glaube hier runter, ne? Da wäre er schon. Und unser Loot müssen wir auch wieder verkaufen, denn wir brauchen unbedingt wieder Heiltränke. Aber ich würde sagen, mit der Folge war es das erstmal. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Tschüss.